geht man zurück in die literarisch-archäologische Kindheit des Spiels, trifft man, wie man vielleicht hätte meinen können, keineswegs auf sorglos vergnügte Kinder. Herodot, Geograf und Völkerkundler wie Johann Heusinger, erzählt, wie die Lyder die Spiele erfunden haben, welche die Griechen kennen. Sie erzählen darüber Folgendes. Zur Zeit der Königsherrschaft des Atys, des Sohnes des Manes, habe in ganz Lydien eine schlimme Hungersnot geherrscht. Eine Zeit lang hätten die Lyder ausgeharrt, danach aber, als sie nicht nachließ, hätten sie Abhilfe gesucht. Jeder von ihnen hätte sich etwas anderes ausgedacht. Damals also seien die Formen des Würfel- und Knöchelspiels, des Ballspiels und alle anderen Arten von Spielen außer dem Brettspiel erfunden worden. Die Erfindung des Letzteren beanspruchen die Lyder nämlich nicht. Nach der Erfindung dieser Spiele hätten sie folgende Maßnahmen gegen den Hunger getroffen. Den einen Tag hätten sie ganz mit Spielen zugebracht, um nicht nach Essen zu verlangen. Den anderen hätten sie das Spielen sein lassen und gegessen. Auf diese Weise hätten sie 18 Jahre lang gelebt. In der existenziell bedrohlichen Situation der Hungersnot verfallen die Lyder, denen Herodot auch die Erfindung des monetären Handels zuschreibt, ausgerechnet darauf, nicht etwa die Ursache des Leids zu bekämpfen, sondern von ihm temporär abzulenken, um sich von ihm zu befreien. Von all dem, was jeder sich ausgedacht, garantieren ausgerechnet die Spiele für viele Jahre das Überleben des Volkes. Das Spielen erhält sinn- und ordnungsstiftende Funktion für den Ablauf der Zeit, um ihre bedrohliche Kürze zu verlängern. Es segmentiert die Zeit. Genauer, im Falle der Lyder halbiert es die Zeit des Hungerns und verdoppelt die Lebenszeit. Das Spiel wird für die Lyder zur großen Kunst der Zeitvermehrung, indem jeder zweite Tag das Hungern ausgesetzt und mit Spielzeit gefüllt wird. Diese Kurzweil mobilisiert vitale Kräfte und erzeugt soziale Stabilität in einer Periode kontingenter Bedrohung. Das Spielen hat von der letalen Wirklichkeit entlastende, eskapistische Funktion, wobei religiöser Eskapismus der Kontingenz zu begegnen die wohl näherliegende Variante hätte sein können. Immerhin verehrten die Lyder zur Zeit des Kroisos, nämlich Atys Vater, neben Kybele, Persephone und Zeus, insbesondere die griechische Göttin Artemis. Jedoch ein Lustprinzip ersetzt das andere auf wohlkalkulierte, berechnende und berechnete Weise. Das ist insofern interessant, als dass es sich wohl doch um den Erfindungsmythos von Hazardspielen handelt, welche die Lust im Wesentlichen durch Entscheidungen per Zufall und Willkür erzeugen. Was sind das wohl für Spiele, von denen Herodot hier berichtet? Mit Knöchelspiel sind wahrscheinlich die griechischen Astragaloi gemeint, von denen viele verschiedene Formen existierten und die vom Würfelspiel nicht immer klar abgegrenzt werden können, wie man auch aus der Etymologie von Mittelhochdeutsch Bickel ersehen kann, das sowohl Knochen als auch Würfel bedeutet. Platon erwähnt das Artiasmos-Spiel, bei dem ein Spieler erraten muss, ob die Anzahl der Knochen in der Hand des Mitspielers gerade oder ungerade ist. Eine Geschicklichkeitsvariante ist das griechische Pentelita, bei dem 5 Knöchelchen hochgeworfen und mit dem Handrücken wieder aufgefangen werden müssen. Die übrigen werden aufgehoben, ohne dass Knochen vom Handrücken fallen dürfen. Unter den genannten Beispielen darf man sich vermutlich Arten von Geschicklichkeitsspielen vorstellen, bei denen der Zufall durchaus eine wesentliche Rolle spielen konnte. Bälle allein oder von mehreren Spielern zu werfen und dabei verschiedene Bewegungen und Sprünge auszuführen, war bereits im alten Ägypten bekannt und dienten sowohl der Unterhaltung als auch therapeutischen Zwecken für Körper und Geist. Horaz hatte vielleicht im Sinn, was den Lydern in ihrer schweren Lage geholfen haben mag. Der rasche Ball, bei dem der Eifer leicht dich über alle herbe Mühe täuscht. Ähnlich äußert sich auch Ovid. Die Griechen kannten eine ganze Reihe von Mannschaftsspielen, bei denen es zumeist darum ging, den Ball der anderen Mannschaft in irgendeine Weise abzujagen, darunter auch das mit dem heutigen Rugby verwandte Spiel Harpaston oder lateinisch Ludere Raptim, auch eine Art Tennis ohne Schläger und Netz namens Ludere Expulsim, von einem Spieler auch gegen eine Wand. Das Plautus im Curculio erwähnt, wurde jedenfalls bis zum Anfang der 90er Jahre von Kindern in Europa, auch in meiner eigenen Kindheit in der DDR, viel gespielt. Jedenfalls ist es vor allem wohl der Zufall, dass die Lyder rettende, ordnungsstiftende Element. Im Spiel wiederholt sich strukturell noch einmal das durch die Regel der Zeithalbierung erzeugten Pendeln zwischen Gewinn und Verlust, zwischen Glück
und Unglück, zwischen Spiel und Tod, wobei das Spiel die wirklichkeitswirksamen Leistungen des Spiels einschließt, also dasjenige, was über die Grenzen des Spiels in die Wirklichkeit hineinragt und woher es seine Notwendigkeit borgt. Darin besteht, wie schon bei Paulus Diakonus deutlich wurde, die ontologische Ambivalenz des Spiels. Die Lyder spielen gewissermaßen ihr Schicksal nach, um ihn zu entrinnen. Dabei kann jeweils weder die Spielzeit dauerhaft aufrechterhalten werden, noch die Zeit des Hungerns. Täglich muss ein Wechsel eintreten, das Spiel in seiner Notwendigkeit und Funktionalität einer Wissenschaft gleich, wird zur Staatsräson. Es wird eigens wie der Geldhandel für die Sicherheit des Volkes erfunden, um sein Überleben zu ermöglichen. Der Ursprung des Spiels, wie ihn Herodot erzählt, liegt also nicht in seiner Zweckfreiheit, sondern vielmehr lässt sich Freiheit selbst als Zweck definieren. Freiheit vom Hunger, von der Bedrohung des Todes, von der bedingungslosen Zeitunterworfenheit des Menschen, von den vitalen Bedürfnissen des Körpers und vom Zerfall der Gesellschaftsordnung. Isidor von Sevilla handelt 1000 Jahre später in seinen Etymologie die Würfelspiele bezeichnenderweise nach dem Krieg und den Waffen, den sportlichen Trainingseinheiten im Gymnasium, den darauf basierenden Schaukämpfen, den Ritterspielen im Zirkus und den Gladiatorenkämpfen ab. Es ist offensichtlich, dass der Argon das verbindende Moment darstellt, denn er weist den Ursprung des Brettspiels mit Würfeln bei den Griechen nach. Da es während der Langeweile im Trojanischen Krieg von einem Soldaten namens Alia erfunden worden sein soll. Einige Alia-Spieler aber scheinen diese Kunst naturwissenschaftlich durch Allegorie auszuüben und sich unter einer gewissen Assoziation zu Dingen vorzustellen. Da Isidor eine allegorische Bedeutung der Gestalten von Alia und Tabula kennt, leitet er daraus ab, dass die Alia-Spieler selbst die Kunst des Würfelns naturwissenschaftlich betreiben, wodurch er einen durchaus wertschätzenden Zusammenhang zu rhetorischen Deutungskonventionen herstellt und eine Grundlage für geistliche Auslegungen des Würfelspiels, die im deutschsprachigen Mittelalter beliebt war. Es handelt sich allerdings nicht eigentlich um Glücksspiel, das mit der Lotterie in Verbindung zu bringen ist, sondern das Spiel auf einem Brett, Tabula, mit Würfeln, Tesserae, Spielsteinchen, Calculi und Türmen, Pyrgi. Pyrgus wird so genannt, weil durch ihn die Würfel weiterrücken, Pergere. Oder weil er das Aussehen eines Turmes hat. Mit Pyrgi sind möglicherweise spezielle anders gestaltete Steine gemeint, die in einer Version von Peteia als Feldherren oder Königsfigur die wichtigste Rolle übernehmen konnten, indem sie durch Blocken dem Gegner zum Sieg verhalfen oder indem er andere Spielsteine überspringen konnte. Der griechische Arzt Galen äußert sich besorgt über Männer, die ansonsten ernste Wissenschaft durchaus mit ansehnlichem Zeitaufwand zu betreiben gewohnt seien, beim Spiel aber derart über die Maßen ausdauernd sind, dass sie weder starke Kälte noch Hitze, Hunger noch Durst verspüren würden, keines Schlafes bedürften und sich ob ihrer zügellosen Leidenschaft schweren Übeln aussetzen würden. In diesem Ton polemisiert noch Ende des 17. Jahrhunderts Wolfgang Rauscher in einer Predigt mit dem Titel »Müßige Arbeit der Spieler war bei viel Verlust und wenig Gewinn«, so die Hand voll zu tun haben und damit es feinhurtig von Stadt gehe, oftmals in die Händ blasen. Die Spieler seien solche strenge Arbeiter, welche kaum an Sinn und Feiertagen den Löffel zum Mittag aus dem Maul legen und den geraden Weg der Spielhütten zueilen. Galen befürchtet also, es könne ihnen ganz ähnlich ergehen wie Rodulf, der beim Brettspiel von der Wirklichkeit überrascht, in seiner Bestürzung unfähig, sich noch zu verteidigen, den Tod findet. Oder Archimedes, der, wie Plutarch angibt, nach dreijähriger Belagerung durch Marcus Claudius Marcellus von einem römischen Soldaten erschlagen worden war, während er in ein mathematisches Problem versunken die Ankunft seines Mörders überhörte. Ähnliches widerfährt laut Herodot den Athenern, die von Peisistratos überfallen wurden, der auf Geheiß eines Orakels durch den Seher Amphiletos in die Stadt einfiel. Die Athener wiegen sich in sorgloser Sicherheit. Die Athener aus der Stadt waren zu diesem Zeitpunkt beim Frühstück. Nach dem Frühstück waren sie zum Teil beim Würfelspiel, zum Teil schliefen sie. Peisistratos und seine Leute griffen die Athener an und schlugen sie in die Flucht. Das Würfelspiel wird hier hinsichtlich des Absorptionslevels gegenüber der Welt,
des Nichtspiels sogar mit Schlafen verglichen. Während dieser an die Wissenschaft, jener am Spiel stirbt, so mancher Wissenschaftler nur beim Spiel sich dem Tode aussetzt und die Lüder qua kluger Berechnung durch Spiel für einige Zeit dem Tode entrinnen, geschieht all dies mit der gleichen inneren Haltung. Spiel mit wissenschaftlichem Ernst. Tacitus verwundert sich dann auch über die Ernsthaftigkeit, mit der selbst die Germanen das Würfelspiel betreiben. Nüchtern wie eine ernste Angelegenheit und zwar mit einer derartigen Leichtigkeit bei Gewinn und Verlust, dass sie, wenn sie alles verloren haben, mit dem allerletzten Wurf Freiheit und Leben aufs Spiel setzen. Der Verlierer geht freiwillig in die Knechtschaft, mag er auch jünger, mag er auch stärker sein, er lässt sich in Fesseln legen und verkaufen. Derart groß ist ihr Starrsinn an der falschen Stelle, sie selbst nennen es Wort halten. Solche Sklaven verkaufen sie weiter, um auch sich von der Schande eines solchen Gewinns zu befreien. Im Gegensatz zu den Lydern allerdings, die schließlich laut Herodot ganz ähnliche Sitten wie die Griechen hatten und ganz gemäß ihren auch sonst ausgeprägten finanzwirtschaftlichen Interessen mathematisch B- und R-rechnend ihre wahrscheinliche Lebenszeit von 9 auf 18 Jahre ausdehnten, indem sie qua Zufall ihre Nahrung um die Hälfte rationierten und im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben spielten, brachten sich nach Tacitus Ansicht die fremden Germanen überhaupt erst durch das Spielen regelmäßig und gezielt in die Gefahr der Unterwerfung und Versklavung. Tacitus findet diese übertriebene Ernsthaftigkeit der Germanen sonderbar, quod mirere, und verirrt, prava. Das Maß der Verausgabung beim Spiel übersteigt offenbar bei weitem das von Römern und Griechen. An diesem zeige sich einmal mehr die wilde, ungezügelte Lebensweise der Germanen, die schließlich auch zu Trunksucht und Schlägereien mit Todesfolge anlässlich ihrer tagelang andauernden Feste neigten. Gleichzeitig schreibt Tacitus den Germanen aber durchaus ein gewisses Bewusstsein dieses ethischen Makels zu, den sie sich durch die Versklavung von Spielschuldnern aneigneten, dessen sie sich sogleich gewinnbringend zu entledigen wussten, indem sie die im Spiel gewonnenen Sklaven schnell verkauften. Die unfreiwillige Ironie der Darstellung des römischen Historikers ergibt sich nicht nur aus der ambivalenten Haltung gegenüber den fremden Wilden, deren Sittsamkeit in der Ehe, Ehrlichkeit und Gastfreundschaft Tacitus bewundernd lobt, er andererseits ihrer selbstvergessenen Exzessivität bis zum Verlust der persönlichen Freiheit oder an den Rand der Todesgefahr mit Unverständnis gegenübersteht. Das Würfelspiel erscheint in Tacitus Darstellung nicht schlicht verdammenswert, sondern in ambivalentem Licht. Wir werden später darauf zurückkommen. Zurück bei den Lydern erfährt man, dass sie durch Spiellust und kühle Berechnung immerhin 18 weitere Jahre durchhalten. Doch als sich der Hunger trotz des Spielens nicht länger in Schach halten lässt, entscheiden sich die Lyder, nicht mehr nur die Zeit des Darbens zu halbieren, sondern das ganze Volk. Sie verfallen darauf, per Losentscheid eine Hälfte der Lyder zur Auswanderung zu bestimmen, die mit Tyrrhenus, einem von Atys zwei Söhnen, ihr Glück zunächst in Smyrna, dem heutigen Izmir, suchen, wo sie Schiffe bauen, mit denen sie das Meer befahren und, was ihnen schließlich erfolgreich gelingt, nach Lebensunterhalt und Land suchen konnten. Nach Herodot blieb Atys an Ort und Stelle, während Tyrrhenus nach Smyrna vorzog. Wahrscheinlich war es aber so, dass unter der Hungersnot Atys bereits gestorben war und seine Söhne Lydos und Tyrrhenus zusammen die Lyder regierten. Das Los entschied dann über das Schicksal der jeweils von Tyrrhenus und Lydos geführten Teile. Nach diesem sind die Lyder benannt, nach jenem das Tyrrhenische Meer. Während nun also noch einmal durch das Losen paradoxerweise der Zufall als Instrument von Ratio und Consilium sowie berechnendes Handeln einem Teil der Lyder, die sich danach Tyrrhener nannten, das Leben in Freiheit geschenkt, werden die zurückgebliebenen Lyder von den Persern unterworfen. Ausgerechnet also, wie die Griechen glaubten, von den Erfindern des Schachspiels. Davon weiß Herodot freilich noch nichts, nicht einmal die Perser selbst. Aber ein Mythos aus der Kindheit Kyros II., von dem die Lyder überwältigt wurden und wie ihn die Perser erzählten, lässt auf das Schachspiel und seine allegorische Paradigmatizität monarchischer Gesellschaftsordnung vorausblicken, die bis ins europäische Mittelalter hinein und somit auch für die mittelhochdeutschen Autoren der höfischen Romane, die in der vorliegenden Untersuchung von besonderem Interesse sind, Geltung behalten wird. Kyros
wuchs bei einem Rinderhirten namens Mithradates auf und weil sein Großvater, Astyages, König der Meder, seine Tötung angeordnet hatte, nachdem ein Orakel ihm verriet, dass Kyros, dessen Vater Kambyses Perser war, seine Herrschaft beanspruchen würde. Der Säugling wurde mit dem Leichnam des Neugeborenen, des Rinderhirten, vertauscht und behielt so sein Leben. Als das Kind 10 Jahre alt war, zeigte folgender Vorfall, wer er wirklich war. Er spielte in dem Dorf, in dem auch die Rinderherden waren, mit anderen Gleichaltrigen auf der Straße. Die Kinder wählten im Spiel dieses angebliche Kind des Rinderherden zu ihrem König. Dieses teilte die einen Kinder zum Häuserbau ein, die anderen zum Dienst als Speerträger. Eines von ihnen als Auge des Königs, wieder einem anderen übertrug er das Ehrenamt, Meldungen zu bringen, ganz so, als ob es einem jeden seine Aufgabe zuweise. Als ein dem vermeintlichen Stande nach höher stehender Junge sich weigerte, einen Befehl des Königs auszuführen, schlägt er ihn und beruft sich auf sein Recht als Herrscher. Der Fall wird vor Astyages getragen und Kyros sowohl an seinem Verhalten als auch an seinen Gesichtszügen erkannt. Neuerlich bedroht in seinem Herrschaftsanspruch, fragt er abermals die Magier um Rat und erzählt ihnen, dass Kyros von den Kindern im Dorf zum König gemacht worden war. Er tat alles, was Könige in Wirklichkeit tun. Er bestimmte Leibwächter, Türhüter, Überbringer von Nachrichten und alles Übrige und regierte dann. Daraufhin geben die Magier Entwarnung. Wenn der Knabe überlebt hat und König geworden ist, ohne dass irgendein bestimmter Vorsatz dahinter gesteckt hätte, dann sei zuversichtlich und guten Mutes. Er wird nämlich nicht mehr ein zweites Mal die Herrschaft übernehmen. Astyages ist beruhigt, dass sich die Prophezeiung offenbar bereits erfüllt hatte und er trotzdem König geblieben war und schickt Kyros zu seinen Eltern nach Persien zurück. Wie es weiter und mit Astyages zu Ende ging, kann man sich wohl denken. Herodot macht mit der Erzählung von Kyros doppelter Königsherrschaft auf ein signifikantes Problem aufmerksam, welches, obwohl es hier noch nicht um das Schachspielen geht, auf die prekäre Grenzziehung des Königsspiels zur Sphäre des Nichtspiels hindeutet. Während der Geschichtsschreiber die Distinktion des Glücksspiels vom Hunger noch ganz deutlich markiert hatte, sie überhaupt zum wesentlichen Funktionsmerkmal der lebensverlängernden Maßnahmen machte, dass nämlich das Hungern nach präzise 24 Stunden durch das Spielen ersetzt wurde, verschwimmt sie beim Königsspiel mit dramatischen Folgen, zunächst für den Spielverderber und schließlich für Astyages. Ein König, auch wenn er nur König spielt, bleibt stets mit seiner realen Herrschaft und oder, im Fall des Kyros, mit seiner providentiellen, genealogischen Disposition verknüpft. Sein Recht auf gewaltsame Durchsetzung des Herrschaftsanspruches behält uneingeschränkt Geltung auch dann, wenn er den Spielraum betritt und die Spielzeit beginnt. Sein Anspruch verdoppelt sich sogar. Im Spiel ist er gleichzeitig wirklicher König und gespielter König. Das Band zwischen Person und Herrschaft lässt sich nicht trennen. Es reicht jederzeit über die Grenze zwischen Spiel und Nichtspiel hinaus und definiert die Teilhabe des Spiels an der Wirklichkeit. Auf distinkte und andere Weise als beim kontingenten Glücksspiel. Natürlich ist hier nicht vom Schach, sondern von einem Rollenspiel die Rede, in dem die einzelnen Spieler Funktionen eines Staates nachspielen. Aber es kann auch nicht übersehen werden, dass die Problematik einer spielerischen Begrenzung von Königsherrschaft, die in der von Herodot wiedergegebenen Anekdote verhandelt wird, auffällige Gemeinsamkeiten mit Rhodos verblendetem Siegesanspruch im Kampf gegen die Langobarden aufweist. Zu Lebzeiten Herodots war das Schachspiel zwar noch fast 1000 Jahre lang nicht erfunden, bezeichnend aber ist in diesem Zusammenhang, jedenfalls in den Aufzeichnungen der Historiographen, mit welchen Implikationen aufgeladen das Schachspiel bereits aus Indien nach Persien gekommen war. Im sogenannten Chatrangnamak, das Buch vom Schach aus dem Jahr 691, wird der Ursprung des persischen Schach nämlich wie folgt erzählt. Eine Delegation des indischen Königs Divsaram hätte als Geschenk und gleichzeitige Herausforderung ein Schachspiel nach Persien zum herrschenden König Khosrau I. aus der Dynastie der Sassaniden und der Botschaft gebracht. As your name is the King of Kings, all your emperorship over us connotes that your wise men should be wiser than ours. Either you send us an explanation of this game of chess or send revenue and tribute to us. Der Entstehungsmythos des persischen Schachs enthält also bereits die Verpflichtung des Königs, das Spiel im wahrsten Sinne zu
beherrschen, um sich seiner realen Herrschaft als König der Könige würdig zu erweisen. Der Aspekt providenzieller Disposition des Königs zum Sieg im Schach wird dann schon im Buch der Taten des Ardaschir, Sohn des Papak, zu einer Gewissheit, die sich in zahllosen persischen Erzählungen vom Schachspiel hielt und mit diesem in die Literatur des europäischen Mittelalters adaptiert wurde. Über Ardaschir wird dort gesagt: By the help of Providence, he became more victorious and warlike than all on the polo and the riding ground at Chatrang and Wiener Ardaschir and in several other arts. All dies geschieht viele Jahrhunderte nach Herodots Aufzeichnungen. Trotzdem steckt in seiner Erzählung bereits ein Keim des persischen Ursprungsmythos vom Schach als das Spiel der Könige.